Jo Leute, was geht? Ich befinde mich hier im ziemlich verlassenen Ort in Thüringen. Ich zeige euch das kurz beim Hintergrund, sodass ihr mal ein bisschen seht, wovon ich spreche. Und ich befinde mich hier auf einem Bikepark. Ja, es geht nämlich heute unter die Erde in ein altes Bergwerk. Und da warten tatsächlich Mountainbike-Trails mit Sprüngen auf uns. Und ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen das Gelände. Ich schaue mich mal mit euch um. So Leute, ihr seht, ich habe das Bike schon mit Lampe ausgestattet. Auf meinem Kopf befindet sich eine Lampe. Und jetzt wird's ernst, jetzt geht's hier in den Schlund unter die Erde. Und ich stelle euch jetzt mal den Lukas vor. Der ist verantwortlich hier für die ganze Sache. Hi. Hi. Erzähl mal, was erwartet uns denn? Ja, uns erwartet ein ziemlich verwinkeltes Gangsystem. Also es ist ja für jemanden, der es nicht kennt, absolut undurchsichtig, wo wir halt langfahren. Und schmale Gänge, breite Gänge, viele gebaute Sachen. Da habe ich uns praktisch eingetragen, dass wir jetzt im Bergwerk sind. Und ja, wenn halt angenommen der Fall eintritt, dass wir nicht wieder rauskommen sollten, dann weiß jemand, dass wir drin sind. In den, ich sage mal, 250 Kilometern Gängen, da kann es einem schon unheimlich sein, wenn man weiß, dass man da gerade allein drin ist. Und wahrscheinlich komplette Finsternis. Ja, also auf jeden Fall 98% von dem ganzen Bergwerk, auf jeden Fall der Besucherbereich, da sind ein paar Leuchtketten. So, wie ihr seht, sind wir heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und hier kommt auch die Nina. Hi. Hi. Die Nina macht im Moment die ganzen Touren, weil der Lukas sich das Kreuzband gerissen hat. Genau. Erzähl mal, wie du das, also wann machst du das, wie oft gibt es hier Touren? Zurzeit ziemlich viel. Ich bin eigentlich jedes Wochenende jetzt hier unten und guide. Dabei bin ich jetzt schon vier Jahre, also so lange, wie ich jetzt ungefähr Mountainbike fahre. Ich habe hier unten im Prinzip das Fahrradfahren gelernt oder das Mountainbiken gelernt. Krass, hier wird es ja warm. Kopf! Kopf! Krass, ist das strange. Kopf und eng. Kopf! Wow. Krass, ist das ungewohnt. Ja, falls ihr euch wundert, warum wir hier die ganze Zeit rufen, es gibt immer so Kommandos und die geben wir dann immer weiter, damit der Hintermann weiß, was kommt. Kopf. Links. Kommt denn das Auto hier rein? Ziemlich strange zu fahren und man denkt die ganze Zeit, man bleibt mit dem Kopf hängen, vor allem wenn man hier so eine Lampe hat, die doch ein bisschen höher baut. Und macht aber unheimlich Spaß, auch wenn es noch ungewohnt ist. Und es ist halt, man ist die ganze Zeit am Staunen, weil es halt einfach so unreal ist und überhaupt nicht wie im Wald oder wo man sonst so fährt. Hier bewegen wir uns ja auch immerhin durch 300 Jahre Bergbaugeschichte. Das heißt, das Bergwerk war ebenso lange halt auch aktiv. Hier wurde Eisenerz, Kupfer, Silber und Kalkstein gefördert. Und auf die Art und Weise sind halt hier bis zu 250 Kilometer Gänge entstanden auf 5 Sohlen, also 5 Etagen. Und die sind verbunden über Schächte oder Schräggänge. Und so ein Schacht ist hier hinten, der Schacht 04. Hier halten wir immer an und da machen wir erstmal eine kleine Pause nach der Einführungsrunde. Und ja, danach geht's in die Tour. Dann geht's richtig los.
Kopf. Kopf extrem. Kopf extrem, ja. Nice. Ja, ich ziehe die ganze Zeit so krass den Kopf ein, könnt ihr gerade leider nicht sehen. Ihr habt gerade den letzten Sprung gesehen, da habe ich ziemlich gecased und dabei habe ich mir tatsächlich mit Tubeless einen Platten zugezogen. Wir sind jetzt schon die ganze Zeit fleißig am Nachpumpen, aber ich schiebe jetzt mehr, als dass ich fahre, was super schade ist. Und ich habe natürlich alles an Kamera-Equipment dabei, was geht, aber keinen Schlauch, weil mit Tubeless kriegt man ja keine Platten. Damit ihr aber jetzt noch ein bisschen was zu sehen bekommt, würde ich vorschlagen, würde ich jetzt Nina und Lukas beim Fahren ein bisschen filmen. So Leute, ich habe es mit Platten wieder an die Oberfläche geschafft. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Zack, da war der Akku leer. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und hoffe, ihr hattet Spaß an dieser abgefahrenen Location. Es war wirklich was ganz Besonderes, dort unten zu fahren. Eine ganz seltsame Stimmung da unten. Und für die Leute, die sich fragen, was für Lampen ich auf Helm und Lenker verwendet habe, dann klickt doch einfach auf meinen neu gegründeten Zweitchannel Fabio Schäfer Reviews. Dort werdet ihr in Zukunft zu unterschiedlichsten Sachen, Produktreviews, Tests finden, Erfahrungsberichte, also egal ob zu meinem Bike-Equipment, Video-Equipment, whatever. Ich möchte in Zukunft hier diesen Hauptkanal einfach für das Wesentliche nutzen und zwar für die Abenteuer, die ich erlebe, also sprich Vlogs, Reisen und so weiter und da trockene Produktvorstellungen, Tests einfach raushalten. Deshalb würde ich mich freuen für die Leute, die Bock auf solche Tests haben, dass ihr auf meinem Zweitchannel vorbeischaut, den abonniert. Dort werdet ihr jetzt aktuell den Helmlampentest finden aus diesem Video und in Zukunft dann mehr. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin geschaut haben. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Also haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Hier oben könnt ihr meinen Hauptkanal abonnieren, da meinen Zweitkanal für Produktreviews. In der Mitte findet ihr mein Bekleidungslabel Scrape Gear und in der Videobeschreibung einen Link zu meiner detaillierten Ausrüstung im Mountainbike- und Videobereich.